Moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic. Wir sind jetzt auf dieser Station hier angekommen und wir schauen nochmal glatt, was wir machen müssen. Oh. Wo kommen denn die Gegner auf einmal her? Wo kommt ihr plötzlich her? Zack, die sind voll, die sind so viele, ey. Was ist denn los? Zack. Sicherheitswache. Und du auch weg. Weg mit dir. So. Attacke. Die mögen mich nicht. Okay, die halten auch nicht sonderlich viel aus, wie ich gerade merke. Was ja für mich ganz gut ist. Zack, der ist auch weg. Einer lebt aber noch. Da. Auch tot. Gut. Also, wo muss ich eigentlich lang? Ach, hinter mir. Ich muss da rein. Stimmt, hier ist ja eine Tür. Aua. So. Was macht das denn eigentlich? Zack, der ist weg. Jetzt kommt er noch dran. Ist auch weg. Den Sicherheitschef müssen wir jetzt besiegen. Sollte aber an sich kein Problem sein. Der wird erstmal gewirkt. Okay. Okay, okay. Öffne die Tür des Kommunikationszentrums. Und zwar müssen wir dafür... Ach, eh hier lang. Na dann. War das ja gar keine Verschwendung, wenn wir eh hier lang müssen. Aber ist ja alles im grünen Bereich. Dann hüpfen wir mal hier direkt. Zack. Gut, das wäre erledigt. Und dann ab hier zum Kommunikationsdeck. So, lala. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß an dem Projekt an sich. Ich glaube, ich hatte schon lange kein, Singleplayer-Projekt. Ich hatte ja in letzter Zeit eigentlich immer nur Multiplayer-Sachen. Und ja, das ist seit langem das erste Mal. Ja, was heißt seit langem? Ich meine, ich habe ja Mafia 3. Ich sag mal so, seit langem das erste, was mir Spaß macht, richtig. Also wo ich wirklich Freude daran habe, das zu spielen. Bei Mafia 3 war es ja so, dass es dann relativ schnell mir einfach nicht mehr gefallen hat. Und dann macht das für mich meiner Meinung nach keinen Sinn, weil ich das auch nicht so rübergeben kann, wie ich es gerne möchte. Also, dass es für euch, sag ich mal, dann auch gefällt, weil ich bin dann mit mir selber nicht zufrieden, ich bin mit dem Spiel nicht zufrieden. Und es macht ja auch keinen Sinn, meiner Meinung nach, da dann weiterhin das zu spielen. Zack, weg. So, was muss ich jetzt hier? Ich muss die Tür öffnen. Oh. Cutscene. Gibt es Probleme, Hiroshu? Sagt mir, warum ihr so beunruhigt seid. Meister K,
Ihr habt versprochen, dass wir unentdeckt bleiben würden. Aber das Schiff, das wir für euch verfolgen sollten, ist hier. Lasst euch nicht von eurer Angst beherrschen, Hirosho. Das dient euch nicht. Ich werde mit dem Besuch reden, wenn die Zeit gekommen ist. Dann ist es jetzt soweit. Ich bin hier. Sagt euren Teil. Okay. Ihr habt mir nie gesagt, dass wir hinter einem Sith her sind. Ich habe euch alles Nötige gesagt, damit ihr eure Pflicht erfüllen könnt. Und nun schweigt bitte. Sith, ich nehme an, ihr seid Darth Barras neuer Schüler. Ich bin Jedi-Meister Nomen Karr. Kennt ihr mich? Ihr Jedi seht für mich alle gleich aus. Eine aussterbende Art. Ihr habt die Gesinnung eures Meisters, wie ich sehe. Barras und ich behalten uns ständig im Auge. Als ich hörte, dass er einen neuen Schüler hat, habe ich Nachforschungen angestellt. Diese Männer haben lediglich die Ausrüstung überwacht und Befehle befolgt. Es gibt keinen Grund für ein Blutvergießen. Ich spüre einen überwältigenden Grund für ein Blutvergießen. Hirosho, verteidigt euch. Der Sith greift an. Welch eine übertriebene Zurschaustellung. Diese Männer waren schutzlos und unbewaffnet. Darin lag der Unterschied. Ihr seid wirklich ein Spiegelbild eures Meisters. Ich werde Hirosho und seine Männer ehren, indem ich mich selbst dem Kampf gegen euch und eurem Meister verschreibe. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Es beruhigt mich, dass ihr und Barras nicht wisst, womit ihr es zu tun habt. Dann wiegt euch in Sicherheit, Jedi. Ruht euch aus, solange ihr wollt. Im Auge des Sturms ist die Macht am stärksten. Ihr Sith könnt das nicht begreifen. Mit eurem plötzlichen Angriff auf Hirosho und seine Männer habt ihr mich überrumpelt. Aber ich habe mich auf die Möglichkeit vorbereitet, dass meine Operation aufgedeckt wird. Diese Soldaten gehören zur Elite der Republik. Leistet keine Gegenwehr und der Jedi-Rat wird dies berücksichtigen. Das ist doch lächerlich. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Männer, ergreift den Sith. Tot oder lebendig. Wie sollen sie mich denn ergreifen, wenn sie tot sind? Ich bezweifle, dass mich einer von denen ergreifen wird. Jetzt legt sich besser niemand an. Es scheint, dass Darth Barras in euch eine einzigartig tödliche Waffe gefunden hat. Diese Erfahrung hat mir einen wichtigen Einblick gewährt. Das nächste Mal werde ich vorbereitet sein, Sith. Ich warte genau hier, Kar. Kommt und stellt euch jetzt. Jedi suchen keinen Kampf. Bis zum nächsten Mal. Das höre ich immer irgendwie. Bis zum nächsten Mal. Das ist doch Blödsinn. Was kann ich hier machen? Ich kann es kaputt machen, das ist schön. Kaputt machen ist immer gut. Stirb. So, Dalle. Der wäre auch weg. Kann ich hier noch mehr Konsolen kaputt machen? Oder gibt es hier noch mehr Konsolen?
Irgendwo muss hier doch noch mehr so eine Konsolen sein. Ja, hier. Guck mal. Da ist zum Beispiel einer. So. Da drüben ist noch einer. Zack. Haben wir hier noch mehr Konsolen? Da nicht. Da hinten irgendwo vielleicht? Nö, auch nicht. Was sagt der denn? Achso. Na, dann haben wir bestimmt eine da rein und eine auf der anderen Seite. Gehe ich mal von aus. Ja, wusste ich's doch. Das war ja leicht. Okay, hier gibt's was zu looten. Looten, looten. So, wen haben wir hier? Den machen wir auch platt. Okay, alle vernichtet. Da haben wir nochmal einen Kapitän oder Captain. Kapitän, ja. Genau. Ein Kapitän. Genervt. Sie ausgenervt. So, das ist abgeschlossen. Ich muss zu meinem Schiff zurück und das Holo-Terminal benutzen. Kann ich das direkt irgendwie verlassen? Nee, wa? Muss ich zurücklaufen? Aber es geht ja schnell. Wir müssen hier nur mit dem Fahrstuhl hochfahren. Technikdeck müssen wir. Ups, Technikdeck. So, was haben wir hier? Oh, ich kann wieder was auswählen. Nice. Siehst du, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Macht Vorschuss, macht 3 vernichten, Explosion und Auslöschen, verlangsamt das Ziel und reduzieren Bewegungstempo 56%. Prädation erfordert oder verbraucht keine Raserei mehr. Bei Aktivierung wird eine Abklingzeit von 30 Sekunden ausgelöst. Verringert die Abklingzeit. Von Machttarnung um 20. Okay, das hier ist natürlich interessant. Es erhöht mein Bewegungstempo um 15%. Das heißt, ich laufe schneller. Das ist doch nice. Das gefällt mir. Nicht dadurch. Achso, wo muss ich eigentlich hin? Stationseingang, wa? Ja. Hier rechts. Superb. Haben wir wieder was geschafft und abgeschlossen. Die Fury. Ein schönes Schiffchen. So, dann klicken wir mal Holy Terminal an. Nun, da Norman K. weiß, dass wir hinter seinem Padawan her sind, haben wir keine Zeit zu verlieren. Er holte sich das Mädchen auf ihrem Heimatplaneten Alderaan und sie wurde auf Tatooine ausgebildet.
Auf beiden Planeten suchen meine Agenten nach Spuren. Finde heraus, wer das Mädchen kennt. Finde heraus, wer ihr wichtig genug ist, damit sie aus ihrem Versteck kommt. Ich werde alles vernichten, was sie weiß. Ich bin sicher, dass wir so die Oberhand gewinnen. Die Ausbildung des Padawans ist noch nicht abgeschlossen. Sie ist empfänglich. Du wirst ihr Angst machen und dann sie und ihren Meister töten. Vielleicht kann dieser Padawan bekehrt werden. Ihre Macht wäre nützlich, ja. Wenn du sie lange genug quälst, könnte sie ihre wahre Natur offenbaren. Wir müssen vorsichtig sein. Von ihr geht große Gefahr aus. Solange sie lebt, ist sie eine Bedrohung. Die Verführung zur dunklen Seite sollte den Meistern überlassen werden. Solltest du nur ansatzweise zweifeln, wirst du scheitern. Mein Herz ist immun gegen Zweifel. Verleugne den Zweifel nicht. Er kann dich nähren wie andere Gefühle auch. Du musst dich einem Jedi-Meister stellen. Ihre Rechtschaffenheit und ihr leidenschaftsloses Benehmen sind ekelerregend. Und Nomen Kar ist kein gewöhnlicher Meister. Wenn du dich ihm stellst, wirst du große Kraft und Hass finden. Oder du wirst scheitern. Ich werde nicht zweifeln. Mein Hass ist grenzenlos. Du musst ihn aber auch nutzen. Dann fort mit dir. Tatooine und Alderaan warten. Finde heraus, wer dieser Padawan ist. Und vernichte sie. Ja, ja, machen wir. Wo werde ich zuerst hinreisen? Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Ich bin Level 31. Das ist doch schön. Ach, die haben auch alle Level up gleichzeitig. So. Alderaan oder Tatooine. Da ist Alderaan. Welches Level hat ein Alderaan? 28 bis 32. Und Tatooine hat 24 bis 28. Dann gehe ich erstmal nach Tatooine. Weil das ist vom Level halt wesentlich lower als Alderaan. Nochmal, was will der denn jetzt schon wieder? Soll mich nicht voll quatschen, der Typ. Die Wüste von Tatooine erwartet dich, mein Schüler. Seit dem Verhör des republikanischen Agenten hier auf Drom und Kaas habe ich einiges in Erfahrung bringen können. Ich bin mir sicher, dass Nomen Kar seinen begnadeten Padawan nach Tatooine geschickt hat, um sie vom legendären Meister Yonlak ausbilden zu lassen. Vor Jahren habe ich den Rat der Sith aufgefordert, diesen Jedi zu jagen und zu vernichten. Sie haben es abgelehnt und Yonlak ist hier auf Tatooine untergetaucht. Er versteckt sich in der Wüste. Warum sollte uns dieser feige Jedi etwas angehen? Er war der bedeutendste Jedi-Ausbilder seiner Zeit. Und die Macht ist noch immer stark in ihm. Yonlak hat die Kräfte dieses Padawans geformt. Und nun sind sie durch ein besonderes Band verbunden. Finde und zerstöre ihn. Der alte Mann wird von mir auf die Knie fallen. Nomen Kar hütet seine Schülerin. Also locken wir sie heraus, indem wir alles vernichten, was ihr etwas bedeutet. Meine Dienerin Sharak Brief wird dir helfen. Sie ist recht exzentrisch und etwas gewöhnungsbedürftig. Sei nachsichtig mit ihr. Ich werde ihr alles geben, was sie braucht, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Und ich sage dir, dass sie vor allem Toleranz braucht. Das wäre alles. Wir werden sehen. So. Dann gehen wir mal von Bord. Von Bord. Tatooine. Jeder Gefährte kann eine von drei Rollen im Kampf übernehmen. Dich schützen, dir im Kampf helfen oder dich heilen. Gefährten starten mit einigen übersichtlichen Beschwerden. Bla 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 bla. Ah ja. Ich verstehe. Ungefähr.
So, das sind wir. Sharak Brief. Mal sehen, was sie will. Willkommen im glühenden Sand von Tatooine. Ich bin Sharak Brief. Unser Herr und Meister Darth Barras hat mich gebeten, mein Wissen über diesen Planeten mit euch zu teilen und euch bei der Suche nach dem Jedi-Meister Yonlak behilflich zu sein. Welch erfreuliche Begegnung. Ich werde euch den Weg weisen. Ihr findet Meister Yonlak, wenn ihr dem Weg der Padawan-Schülerin und ihres Meisters folgt. Ich zeige euch, wo sie aufgebrochen sind. Ich bin ihnen zur verbotenen Höhle des alten Sanddämons gefolgt. Die Schülerin ließ all ihre Waffen zurück und betrat sie allein. Kaum zu glauben, dass sie unversehrt zurückkehrte. Nun bin ich wirklich neugierig. Der Sanddämon ist die gefährlichste Kreatur dieses Planeten. Niemand betritt seine Höhle und kommt unversehrt wieder heraus. Ich habe nachgeforscht und der Dämon war dort, ebenfalls unversehrt. Das Erstaunlichste war dieses Glitzern auf seiner Haut. Das ist wirklich merkwürdig. War es Blut? Kein Blut aus einer Wunde. Eher wie die schmierige Substanz, von der Neugeborene umhüllt sind. Was in dieser Höhle vorgefallen ist, bleibt genauso ein Geheimnis wie der Weg, den die Padawan-Schülerin und ihr Meister danach genommen haben. Es gibt nur einen Mann auf Tatooine, der Licht ins Dunkel bringen könnte. Isibo Jeef. Er ist so alt wie der Sand selbst. Halb verrückt, halb Wahrsager. Ich möchte umgehend mit diesem Mann sprechen. Mit Jeef zu sprechen wird nicht ganz so einfach. Die kleine Farmersiedlung, in der er lebt, wurde von Exchange-Schlägern überrannt. Die Exchange verabscheut das Imperium, weil es sie aus Mos Eila vertrieben hat. Ich darf passieren, aber euch werden sie sofort angreifen. Das ist doch keine große Sache. Dann treffen wir uns also vor Isibo Jeefs Hütte. Kein Problem. Dann werden wir die mal vernichten. Aber erst in der nächsten Folge, Leute. Wir sind nämlich schon wieder am Ende. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.